Guten Morgen und grüezi aus der Schweiz. Nach einem richtig schönen, ruhigen Ruhetag mit doch etwas Regen und nicht mal zu knapp, auch an den Tag, an die letzte Tour gemacht habe, an der großen Scheidegg. Als ich zurück war in Meiring, da fing es ordentlich an zu gewittern, richtig heftig. Und den gestrigen Tag auch am Nachmittag wieder doch recht viel Regen. Also die Trockenheit ist ein bisschen beendet. War auch nötig, wie man hier sieht, an diesen zerzausten, trockenen Mais. Ja, jetzt bin ich hier aber in Gieswil, ein kleines Örtchen hinter dem Brünigpass. Da hinten sieht man auch noch die schneebedeckten Berge, der Mönch und Eiger und alles sieht man da wieder. Da war ich bei der letzten Tour und jetzt bin ich auf der anderen Seite. Vielleicht nicht so die schroffen Berge heute, denn ich habe eine andere Tour vor. Ich bin hier rüber gefahren mit dem Zug. Nun stehe ich hier und will zwei Pässe fahren. Nicht die größten, aber auch schön. Nämlich den Glaub-Bielen-Pass und den Glauben-Bergpass. Das ist eine 85 Kilometer lange Runde. Hier vom Gieswil, das ist auch wieder am Sahnersee. Ja, man sieht es vielleicht nicht ganz genau, aber da schlängelt sich die erste Straße hoch, der Glaubielenpass. Ja, und dann einmal hinten rum und dann komme ich da oben irgendwann wieder runter. Ich werde es wieder genießen. 85 Kilometer hört sich ja nicht so viel an, aber der erste Pass hat schon gute 1200 Höhenmeter, denn ich bin hier nur auf 480 Meter Seehöhe. Und der Pass ist über 1600 und dann geht es wieder runter hinten und dann muss ich auf den nächsten Pass. Also das sind schon einige Höhenmeter, aber ich habe ja den ganzen Tag Zeit. Wetter sieht ja auch wieder richtig super aus. Ein Schauer ist vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, aber es ist wieder schön warm. Es hat ein bisschen abgekühlt wieder, aber es soll die nächsten Tage wieder sehr heiß werden. Deswegen werde ich jetzt heute diese Runde fahren und in den anderen Tagen wahrscheinlich wieder mehr ins Hochgebirge, wo es höher ist und kühler. Also heute ist eine schöne Runde, also wird es auch richtig schöne Bilder geben, hoffe ich. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Keine 200 Höhenmeter hochgefahren und natürlich tolles Panorama. Ja, die Straße macht ihren Namen. Alle Ehre. Panoramastraße heißt sie nicht umsonst. Sehr schön, auch gerade sehr tolles Licht hier. Wahnsinn. Unglaublich schön. Das kann man echt genießen hier. Aber ich fahre weiter hoch. Also richtig genießen ist auch nicht. Willkommen auf 1070 Metern. Ja, das müsste ungefähr die Hälfte sein des Aufstiegs. Jetzt stehe ich hier zwischen Häusern. Ja, Alm, ist das schon Alpen? Alpe, das heißt hier unteres Iwi. Hat eigentlich noch einen super Blick hier runter. Die Straße lässt sich super fahren. So bis 10% geht es hoch. Gute Aussichten, gerade immer durch den Wald. Es schlängelt sich immer hin und her, keine geraden Ausstrecken. Wunderbar, ist echt super zu fahren. Einfach nur klasse. Schön auch, dass die Sonne sich noch ein bisschen hinter Wolken versteckt. Einfach klasse.
Es macht richtig Spaß, auch wenn es anstrengend ist. Wunderbar. Also, weiter geht's in die Höhe. Willkommen auf 1400 Metern, auf die nächste Alm, die mögliche Alm, Alp. Kann man jetzt hier gucken, kleines Skigebiet, so wie es aussieht. Jetzt recht beschaulich und ruhig. Und natürlich wieder schöne Glockenläuten der Kühe, die armen Viecher. Aber wieder tolle Aussicht, alles unglaublich. Macht richtig Spaß hier, war zwar jetzt wieder ein bisschen mehr durch den Wald, aber lässt sich wieder sehr gut fahren. Man sieht auch schon die Straße. Da geht's hoch. Es ist ja gar nicht mehr so weit. Wenn die Aussichten so schön bleiben, so wie es jetzt aussieht, es wird etwas freier wieder. Oh, herrlich. Ja, Panoramastraße. So heißt es ja. Und so macht es auch seinen Namen alle Ehre. Ich muss weiter. Ruhig und sinnig. Keine großen Anstrengungen. Ich fahre hier immer sehr ruhig. Nicht die größten Gänge. Und einfach nur fahren und gucken. Und genießen. Und hier sind nicht nur Kühe auf der Alm. Herzlich willkommen in Glaubenbielen, so heißt das hier, ja, diese Alp. Richtig schön, nicht der spektakulärste und nicht schwerste Alpenpass, aber es ist zu Recht eine Panoramastraße. Man hat auch hier wunderbare Aussichten. Ja. Da oben liegt noch im Schatten, ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Da ist das Brienzer Rothorn, da geht eine Zahnradbahn, dampfbetrieben nach oben. Vom Brienz aus, von der anderen Seite, kann man kaum glauben. Man kann sogar von hier den Wanderweg sehen, wenn man hier von dieser Seite hoch will. Ja, von dieser Seite geht auch eine normale Bahn hoch. Aber da oben hat man auch einen sehr schönen Ausblick. Da bin ich vor 14 Jahren, 2008, mit der Bahn hochgefahren. Das ist eine spektakuläre Fahrt mit der Eisenbahn. Das ist unglaublich, wie die sie da reingebaut haben. Eigentlich nur zu touristischen Zwecken. Nichts anderes. Aber das haben sie hingekriegt. Ja, die Schweizer. Es ist einfach nur schön hier. Man hat doch einen recht guten Ausblick. Nicht auf die schroffesten Berge, aber sehr schön. Ich mache jetzt eine schöne Pause. Die Sonne ist gerade hier rausgekommen. Ist doch schön. Kann ich mich jetzt hier so ein bisschen trocknen. Man hat ja doch ordentlich geschwitzt. Ja, noch was essen, was trinken. Und dann geht's weiter runter ins Tal. Nein, nicht wieder zurück, sondern ich mache ja die Runde runter. Ich weiß gar nicht, wie die Orte jetzt heißen. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ist egal. Werdet ihr sehen. Ja, und dann geht es weiter auf dieser, ja, muss man schon sagen, Panorama-Runde.
Nun bin ich in der Abfahrt. Jetzt bin ich hinter Sörenberg, aber ich muss sagen, es ist richtig kalt. Die Sonne war gerade die ganze Zeit weg. Ich musste da oben schon im Kalten essen. Ich hatte noch die Regenjacke hier angezogen. Die habe ich auch als Windschutz. War richtig schön zu sehen hier alles. Es ist echt wieder eine ganz andere Gegend. Ja, jetzt geht es weiter runter. Ich bin immer noch auf 1100 Metern. Jetzt geht es nach Schöpfheim und Entlebuch. Entlebuch, das ist auch ein Naturschutzgebiet, ein UNESCO-Weltnaturerbe. Ja, die ganze Landschaft so hier, ja, Moorgebiet und Weidengebiet, das ist ja alles unter, ja, UNESCO-Welterbe gestellt worden. Ich bin gespannt, wie das hier alles noch so aussieht. Das hört sich ja schon nicht schlecht an. Ja, die Landschaft sieht ja ganz anders aus. Die Berge sind schon wieder, ja, nicht so schroff wie sonst, auch nicht so hoch wie sonst. Gerade mal so knappe 2000 Meter hoch. Aber egal. Wenn die Sonne rauskommt, ist es warm. Aber sobald sie verschwindet, ist es echt eiskalt. Also die Hände sind mir schon fast eingefroren. Aber es geht erstmal noch weiter. Ja, erstmal noch ordentliches Stück bergab. Bin ich so glatt fast 20 Kilometer abgefahren. Das ist schon die Ortschaft Hassle. Ja, das ist schon ein ganzes Stück. Es ging auch eigentlich richtig gut runter. Mal 10%, dann wieder etwas flacher, nur 1-2%. Zwar immer an der Hauptstraße, aber man konnte es gut rollen lassen. War gut ausgebaut, ein schöner neuer Asphalt war auch teilweise. Also hat richtig Spaß gebracht. Eigentlich ziemlich schnell. Ja, ich habe es einfach nur rollen lassen. So vielleicht sogar gebremst, um die Landschaft zu, ja, mit aufzunehmen. So wie hier jetzt ist man draußen, irgendwie aus den Bergen, mehr so Alpenvorland. Hügel sind nur noch hier vorhanden, nichts Hohes mehr. Ja, das ist das, also das UNESCO-Weltnaturerbe Entlebuch. Komischerweise, sieht gar nicht so aus, ob es so besonders ist, oder? Ja, es hat ja was. Ich wusste es nicht, aber hier unten ist so ein riesen Industriegebäude und na, weiß es nicht. Aber es hängt wahrscheinlich alles so ein bisschen zusammen. Ja, und da unten ist das Flüsschen Emme. Ja, Emmentaler. Jo. Das ist die Emme. Ja, aber das ist doch... Trotzdem hat das was für sich. Aber unbedingt. Ja, UNESCO sollte man eigentlich gar nicht denken. Aber egal, die wissen ja, was sie machen. Also ist das so. Ich mache hier wieder noch eine kleine Pause, denn ich brauche mal wieder ein bisschen Power für den nächsten Anstieg, der ja doch schon bald kommen wird in 2-3 Kilometern. Da kommt der Ort und dann geht's hoch. Ja, so wie der, ja, von 680, wo ich denn gleich bin, auf über 1500 Meter. Das wird schon wieder ein Stück, aber es sind auch etliche Kilometer. Vielleicht kommt ja auch wieder so ein Schild. Werde ich gleich mal schauen. Thank you.
Noch schnell ein kleiner Nachtrag. Ich bin ja ganze Zeit auf den Radweg Nummer 4, der Alpenpanorama-Radweg, gefahren. Den habe ich jetzt hier verlassen. Und den ist ja auch Rainer Dornbock gefahren. Und ich habe auch einige gesehen, die da wirklich hochgefahren sind, auch mit Gepäck. Die sind mir entgegengekommen. Das muss ich echt sagen, das ist echt Respekt. Lange Zeit immer so 10%. Boah, das ist heftig. Ich hatte jetzt schon nicht so viel mit. Ich habe immer nur so Kleinigkeiten mit im Rucksack. Es sind noch nicht viele Kilos, aber mit Gepäck so eine Strecke, das ist schon, da muss man echt Respekt. Auch wenn man mit einem E-Bike oder Pedelec da hochfährt, das ist schon anstrengend. Das muss ich echt sagen. Also wirklich Respekt. Muss ein richtig schöner Radweg sein, aber ich habe ihn jetzt verlassen. Wie gesagt, ich werde gleich wieder über den nächsten Berg fahren. Stand da nicht gerade eben was von unregelmäßig? Ich bin jetzt hier im Örtchen Finsterwald. Bis dahin ging das immer mit 9% hoch und mehr. Wow. Aber ich hatte zum Glück Schatten. Jetzt kommt die Sonne erst wieder raus. Ja, sieht schon bedrohlich aus. Auf dem Regenradar sind so ganz kleine Schauer zu erkennen. Nichts Wildes soll heute auch nicht sein. Schön angenehm zu fahren, muss ich sagen. Auch jetzt ist das wieder voll Panorama. Man taucht wieder in die Alpenwelt ein. Ist das nicht klasse? Ja, und ich bin schon auf 1080 Meter. Schon ein ganzes Stück hoch. Also so weit ist es ja gar nicht mehr. Aber anscheinend geht das jetzt auch so leicht bergab. Oder zumindest flach. Zwei Drittel habe ich jetzt geschafft vom Aufstieg. Wie man sieht, es geht noch weiter hoch. Ja, unregelmäßig kann man schon sagen, es ging sogar mal bergab. Aber wenn das hochgeht, dann sind das immer gleich so 9-10%. Aber das mache ich ja alles freiwillig, denn das sieht doch alles wieder toll aus. Zwar nicht die höchsten Berge, aber echt toll. Schöne Straße, gut asphaltiert, macht Spaß. Zu viele Autos und Motorräder sind ja auch nicht. Das geht eigentlich. Also richtig schön zu fahren und ich treffe auch ab und zu jetzt mal ein paar Radfahrer, die mir entgegenkommen, die ich auch schon am anderen Pass gesehen hatte. Also die Runde ist begehrt bei den Radfahrern. Ja, ist auch echt schön. Ja, dann auf zum Gipfel, zum Pass.
bin oben, ich habe es geschafft. Ah, gerade eben war die ganze Zeit die Sonne weg, das war doch schön. Jetzt kommt sie raus. Hier oben zieht das ein bisschen durch, werde ich wohl gleich wieder die Jacke anhaben müssen, wenn ich abfahre. Oh, hier wieder eine kleine Pause und dann geht es wieder ab. Und es kommt immer die Frage auf, warum macht man das? Weil man es kann? Weiß ich nicht. Einfach mal hier gewesen zu sein, das ist so toll, das auch geschafft zu haben. Jetzt war nicht alles so das Spektakulärste, aber trotzdem sehr schön. Es ist auch echt mal schön, hier gewesen zu sein. Oh, jetzt ja, erstmal ein bisschen trocknen, würde ich sagen, bevor man abfährt. Und dann, ja, es ist noch keine 15 Uhr. Ah, Wetter sieht auch super aus, also keine Panik. Also ganz in Ruhe hier oben nochmal ein paar Minuten verbringen und dann geht es wieder abwärts. Oh. Ja, schöne Abfahrt, etwas kühl, muss man ein bisschen aufpassen, ohne Sonne, ich habe die Jacke an, ich glaube, sonst wird es ein bisschen zu kalt, aber tolle Aussichten, das ist auch wieder eine reine Panoramastraße, wunderbar, viele Aussichten, ja, man könnte echt durchfilmen, da unten ist schon wieder der See zu sehen, Gießwil, wo das Auto steht, alles schon wieder da und auch da oben, da müsste auch die Alp sein mit dem Mittelpunkt der Schweiz, das kann man auch noch wieder gut sehen. Da oben sind die hohen Berge mit dem Gletscher, ein bisschen in Wolken, aber echt klasse. So ist dies auch schon bald wieder vorbei. So, letzten Meter, ja, kann da nicht mehr so viel sein und kann auch nicht mehr so lange sein, bis man da unten ist. Aber echt toll. Schade um die Sonne jetzt, aber Hauptsache kein Regen, oder? Alles top. Naja, abwärts. Es muss abwärts gehen. Bester Abschluss der Tour jetzt. Nochmal ein Bad in den Sahnersee. 26 Grad hat das Wasser. Das ist ja schon fast Badewanne. Oh, das ist perfekt. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier alleine bin an diesem öffentlichen Badeplatz. Aber top. Das ist nochmal richtig der richtige Abschluss zu dieser richtig tollen Runde. Das kann ich ja nur sagen. Wunderbar gelaufen. Also ich habe mir auch viel Zeit gelassen. Also es war anstrengend, viel 9% hat am meisten aufgeleuchtet, aber auf dieser Runde der beiden Pässe, Doppelpass hat es gegeben heute, einfach klasse. Es war vielleicht nicht die spektakulärsten, aufregendsten, aber trotzdem schön, Pässe, tolle Runde. Die habe ich letztes Mal nicht geschafft vor 14 Jahren, diesmal habe ich sie geschafft und ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt, es war sehr schön.
Ich bin jetzt auch kaputt, aber dieses Bad hat nochmal gut getan, nochmal den Schweiß und Dreck runterzuwaschen, bevor es wieder über den Berg geht. Wunderbar, ich weiß gar nicht, 85 Kilometer, über 2000 Höhenmeter, richtig toll, also hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Es waren bestimmt tolle Bilder, auch wenn die Sonne nicht so mitgemacht hat, aber ja, es war doch ein bisschen frischer als sonst, kann ich sagen. Abfahrt brauchte ich die Jacke, hier unten ist es schon wieder ein bisschen weniger. Ja. Mal sehen, was als nächstes kommt. Es soll immer wärmer werden, immer schöner. Also eigentlich ist der perfekte Urlaub mit diesem Wetter zurzeit. Ja, also sage ich mal jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin. Oder wie man hier sagt, salut.